Ernst jetzt der Flammenwerfer? Na, ich mach's kurz und schmerzlos. PTE U13 ist draußen. Flammenwerfer F141, dazu die Walter P38. Dazu gibt's halt zwei Verbände, zwei Nebelgranaten, Vorräder, einen Hammer und eine Schaufel. Also nichts Beeindruckendes. Falls die Frage aufkommt, kann man sich selbst töten. Ja. Man kann auch Teammates damit töten. Damit haben wir das Nötigste für einen Flammenwerfer schon mal abgehandelt. Das Schöne an dem Flammenwerfer ist eigentlich, ne, es sieht einfach schön aus. Es sieht einfach schön aus. Ne? Wir sehen jetzt hier wahrscheinlich, ja, der Baum, der brennt. Das sieht einfach toll aus. Der große Nachteil an der ganzen Sache ist, viele Flammenwerfer rendern nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an das Tom and Jerry Meme, wo Tom sich unsichtbar machen kann. Und wo dann der unsichtbare Mann rumgeht. Ich blende es einfach mal ein. Einfach schön, wie das alles nicht reinrendert. Devlin schießt mit dem Feuer nach vorne und durch den Fahrtwind verbrennt er auf dem Dach. Das ist natürlich sehr geil. Ja, gut, es trifft mich. Das heißt, solltet ihr auf dem LKW stehen und Flammenwerfer spielen wollen, das wird nichts. Parallel ist auch der neue Jeep reingekommen. Gut, sind wir jetzt erstmal Beifahrer. Das Ganze ist ein Viersitzer, mit dem werden wir uns jetzt mal ein bisschen rumfahren lassen. Sieht einfach schön aus. Es klitscht sich auch schon durch viele Texturen. Ich lasse jetzt einfach mal eine kleine Rundfahrt drin. Ich fahre auch gleich nochmal selbst. Es ist bloß wahnsinnig schwierig, auf einem PTE irgendwelches Material zu bekommen. Jeder möchte einen Flammenwerfer spielen. Jeder möchte einen Jeep fahren. Die scheiß Dinger haben Cooldown. Im Supplier gibt es nur einen pro Squad. Es ist wahnsinnig schwer anzukommen. Parallel sterben die Server gefühlt alle 10 Minuten ab. Macht wahnsinnig Bock, beziehungsweise der Klient stürzt ab. Also es macht nicht wirklich Bock, ne? Ich habe jetzt wirklich 4 Stunden versucht, das Material zusammenzubekommen. Und es ist erschreckend wenig bei rumgekommen. Das Problem ist, es ist hauptsächlich voll. Die neue Wintermap, die ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, die sieht ganz nett aus, wahrscheinlich auch spielbar. Es gibt nur zu viele Tryhards, die sich da mit dem MG hinsetzen, Panzerfahrer und so weiter, die den Spielspaß für den PTE-Server ein bisschen kaputt machen, aber das ist ein anderes Thema. Und auf solchen Maps den Flammenwerfer aufzuprobieren, bringt nicht viel, wenn nicht sogar gar nichts. Ich meine, der hat eine effektive Reichweite von 16 Meter. Na, hier sehen wir mal kurz den gegnerischen Jeep. Gemeinsam kurz umcruisen. 16 Meter ist halt auch eine Reichweite. Die bringt ja auch voll nichts. Wenn da ein Gegner auf 50 Meter siehst, hast du was falsch gemacht. Na, das sind halt auch Maps ausgesucht, für ein PTE in der Rotation einfach Müll sind. Das ist einfach schade. Eieiei. Das Ganze ist ein Viersitzer, der Jeep, und dass wir wenigstens ein paar Informationen haben. So sieht das hinten rechts aus, das sieht hinten links aus. Man hat den Fahrer nicht so schön hinten. Man sitzt relativ tief, finde ich entspannt, finde ich schön. Ist mal was anderes, vorne ist der Motor auch deutlich lauter. Was will man dazu sagen? Ne? Was will man dazu sagen? Er ist wahnsinnig schnell, so kommt es mir zumindest vor. Ich habe keinen Filter über dem Spiel. Die Spieleinstellungen auf dem PTE sind Katastrophe. Sind wirklich Katastrophe, wie die ganzen Mitspieler hier. Die sind ja wirklich auch alle schwierig. Nennen wir es schwierig. Ja. So, jetzt fahren wir mal selbst einen Jeep, nachdem ich auch den Teamkill absolvieren musste. Weil Commander möchte keine Jeeps spawnen. Wenn ist er auf Cooldown. Andere geben den nicht ab. Der fährt nicht wirklich 40 km/h schnell. Der ist sehr schnell. Der ist wirklich sehr schnell. Jetzt gucken wir mal noch, wie wendig der ist. Ja, das bockt auf jeden Fall. Man kann quasi auf der Stelle drehen, wenn man die Handbremse betätigt. Das ist natürlich wahnsinnig geil. Also es fühlt sich geil an. Jetzt halt dann natürlich die Frage, wie wird sich das Ganze im Public und so weiter umsetzen. Gerade für die Com-Spiele. Ich denke, der Jeep wird da schon einen relativ großen Nutzen haben, im Gegensatz zum Flammenwerfer. Der Jeep wird da schon sehr interessant. Guck mal, wie ich hier rumcruisen kann. Der ist super schnell, super wendig. Geil. Einfach geil. Ah, wir können, das hätte ich fast vergessen, Munition abwerfen. Ne? Hier auf der Stelle gedreht, wir werfen mal kurz Munition ab. Da sind ganze, ich glaube, 6 Stück drin. Jawohl, 6 Raketen. Ja, 6-mal schwere Munition. Wenn ich es richtig gesehen habe, wenn ich dann tut mir diese Fehlinformation leid. Ich habe aber auch gerade keinen Bock, mich mit dieser Munition zu beschäftigen. Ich versuche, Kills zu machen mit dem Flammenwerfer. Ich versuche es wirklich. Ne? Das heißt dann,
ich glaube, hat Flak Battery gecapped. Da fahren wir jetzt einfach mal rein und gucken, ob wir den einen oder anderen Kill machen können. Mein Feuer ist wirklich mehr als ungeeignet. Und ich habe heute wirklich nur 4 Stunden Zeit. Das heißt, es sollte nicht viel bei rumkommen. Werde ich wahrscheinlich gleich am Anfang den kleinen Trailer geben, dass man da nicht durchkommt. Ach ja, mit dem Jeep kommt man auch nicht durch Nagelbäume. So nebenbei hätte das sein können, dass man sich mit dem durchklitschen kann. Mit dem wird man anfangen. Mann, der fährt doch Lux. Wir holen den ein. Der ist wahnsinnig schnell, der Jeep. Weiß gar nicht, was der für eine Aufgeschwindigkeit hat. Ich glaube, der Lux 35 km/h. Schnell das Ding. Nein. Schnell, es macht Bock. Der Jeep ist ein Win. Wir müssen noch gucken, ob der Flammenwerfer auch ein Win ist. Guck mal, hier müssten noch gleich der ein oder andere rumpimmeln. Ah, da ist er, linke Maustaste. Hallo? Flammenwerfer auswählen. Jawohl. Man muss erst rechtsklick machen. Unten rechts sehen wir, wie viel, ich nenne es einfach mal, Gas wir noch haben. Da oben sitzt auch einer drauf. Ah, sie schreien schön rum. Die Garni, lass mal stehen, vielleicht spawnt noch der ein oder andere. Ist schon geil. Ist noch einer da? Nö. Wir könnten doch mal gucken, ob wir den LKW anzünden können. Irgendeinen Vorteil muss das Ding doch haben. So, gucken wir mal, ob man einen LKW kaputt bekommt. Ungefähr ein Viertel Tank leer gemacht und der LKW brennt nicht. Ist schon geil, die Leute so ein bisschen abzufackeln. Es macht schon Bock. Es macht schon einen riesen Bock. Guck mal, da hat er seinen unsichtbaren Schwanz. Oh, da sollte man aufpassen, weil der Flammenwerfer nicht reinrendert. Kacke. Übrigens, riesen Dank an die ganzen Tryharder. Die ganzen Opfer. Ja, die Circle Consumer. Oh, kriegen wir den da hinten noch? Sie brennen. Gottes Willen ist der Flammenwerfer kacke. Der ist ja richtig Müll. Ich habe die drei, die hätte ich hinbekommen. Die hätte ich mitgenommen. Ein Gewehr mit jedem Scheiß hinbekommen. Auch nicht mit dem Flammenwerfer. Fazit, Jeep geil, Flammenwerfer trash.